Leute, ich dachte mir mal, ich mache eine Reaktion, beziehungsweise eine Reaction, wie man so schön sagt, über momentane YouTuber, beziehungsweise über einen momentanen Trend. Ich meine, den Game Master, ich denke mal, alle haben da was drüber gehört. Allein Prank Bros, die Videos haben Millionen, vielleicht sogar schon Milliarden von Klicks, ich weiß es nicht. Aber das ist nicht das einzige, Tilan, weil ich finde einfach, dass man diese YouTuberin stoppen muss. Und da bin ich auch nicht der Einzige, weil ich meine, ich habe nicht die einzige Reaction gemacht, aber ich würde sagen, Kopfhörer auf und dann merkt ihr es selbst. Also, zuerst gucken wir uns mal ihre Thumbnails an und da sieht man vor allem directly, grün ist ihr Fetisch. Und fast, auf 99% ihrer Thumbnails ist der Game Master oben. Ich meine, ich will ihr jetzt nichts vortäuschen. Gut, da hat sie den Elf on the Shelf gehabt. Das war ja auch mal ein Trend, den die Game, die Prank Bros auch mal hatten. Und heutzutage macht sie halt erstmal vom Grundgemäßen her alles, was Klicks bringt. Sie streckt die Videos extrem gefühlt. Und das Dreisteste ist, dass sie einfach in einem Video hat sie 7 Minuten gewartet, bis der Regen aufhört, hat die ganze Zeit irgendeine Scheiße gesungen und dann hat sie 3 Minuten lang das gemacht, um genau auf 10 Minuten zu kommen. Aber ihr werdet es auch gleich sehen, Tilan. Ich denke mal, wir gucken uns jetzt mal das neueste Video an. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Tilan. Excuse me, what the fuck? Heute ist irgendwie nichts passiert. Also tagsüber, morgens und so weiter. Also morgens, tagsüber. Ich muss sagen, in diesem Video redet sie noch relativ schnell. Wenn ihr merkt, in anderen Videos ist das so. Hallo, hier ist wieder eure Lan. Ich will euch heute erzählen. Voll viele meinten, dass ich Game. So, das reicht mir jetzt schon wieder. Ja, guckt euch das einfach mal an, wie lange sie jetzt da sitzt und nichts tut. So, sie hat jetzt einfach knapp 5 Minuten da gesessen, um zu erklären, was der Game Master gemacht hat. Ich spring einfach mal vor. Aha, okay. Aha! Excuse me, what the fuck? Oh. Oh! Oh mein Gott, Leute. Ist das ihr Ernst? Sie macht ein ganzes fucking Video darüber, wie sie sich diesen Clip anschaut und darüber 11 Minuten redet. Oh mein Gott. Viele Leute fragen sich wahrscheinlich, warum mache ich dieses Scheißvideo, beziehungsweise Scheißvideo über diese YouTuberin. Ich möchte jetzt mehr Reactions machen, vor allem montags und samstags. Ich weiß halt nicht, wie ich das mit dem Gaming hinbekomme. Und ja, dann will ich halt verschiedene Sachen von YouTube zeigen. So, ja, auch so YouTube-Kacke oder sowas. Oder was sie mir halt vorschlagt. Unter diesem Video könnt ihr auf jeden Fall vorschlagen, was ich gucken soll. Oder auch, weiß ich nicht. Ja, einfach gucken mal. Und ja, wir gucken jetzt uns die Nummer an. Game Master will mir die Gurke in die stecken. Ich habe eine E-Mail von Game Master bekommen. Wisst ihr, was er geschrieben hat? Nein, ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Alter, ohne Witz, die klingt so, wie als ob die so eine Roboterstimme hat, Alter. Ohne Witz. Ich muss mir sie wohl jetzt noch 10 Minuten 40 geben. Er hat mir geschrieben, dass ich mir was kaufen soll. Und dann sag mir doch mal, was denn? Was sollst du dir denn kaufen? Und ich soll mir... From GMGM. Kauf dir deine Gurke. GM. Eine Gurke kaufen. Ich kann mir das so nicht mehr geben. Ich muss es kurz und schneller machen. Ach, ist so schlimm. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passieren. Das ist jetzt nochmal 1,25. Sie fährt einfach vor, warte. Guck mal, wie merkt ihr das so? Achte mal auf den Sitz. Ich werde ihn dann zurückschneiden, wenn ich wieder zu Hause bin und wenn ich die Gurke habe und dann mal. Sie cuttet kein Mal. Sie fährt die 3 Minuten voll durch. Und das cuttet sie kein Stück. Das ist sowas von peinlich. Oh, es ist so peinlich. Ich kaufe mir eine Gurke im Supermarkt. Es ist peinlich. Ja, Leute, ich erspare euch mal den Rest des Videos. Ich will mir nämlich noch eins angucken. Und das ist das absolute Cringe-Video. Könnt ihr es sehen? Er hat für mich ein. Was ist das? So, warte mal. Leute, ich weiß selbst, ihr könnt euch das ja auch nicht mehr ertragen. Guckt es selbst, wenn ihr es sehen wollt. Ja, wenn euch diese Reaction gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Wenn mehr kommen sollen, auch einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir vor allem in die Kommentare, auf wen ich reacten soll. Auf so eine ähnliche YouTuberin oder auf so einen ähnlichen YouTuber-Prank-Post, weil ja ein bisschen Billo-Rover, das macht jeder.
Aber ihr könnt mir mal runterschreiben, wenn ihr auf wen ich reacten soll. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.